Guten Morgen, es ist Montag, der 29.06. und wir sind immer noch am Stausee Lago del Naret im Kanton Tessin in der Schweiz. Immer noch heißt, wir waren ja schon das ganze Wochenende hier. Jack hat sich heimlich mein Tablet geschnappt und die ganze Nacht durchgedaddelt, bis selbst der Kaffee nicht mehr wirkte und er einschlief. Nun ist er wirklich hundemüde. Wir sind hier oben, soweit das Auge reicht, und das reicht hier sehr weit, ziemlich alleine. Zwei, drei Angler manchmal, noch ein paar Wanderer, aber im Großen und Ganzen sind wir hier völlig unter uns. Und so benehmen wir uns auch. Heißt, wir suchen uns einen schönen See aus und dann gehen wir mal ein bisschen Dummy-Training machen mit den Jungs. Ja, dafür ist das Wasser hier oben recht kalt und Jack überlegt es sich zweimal, ob er reingeht. Einmal rein, halb, dann wieder raus und jetzt geht er doch. Ja, klappt auch wunderbar. Aber nochmal zurück zu unserem Übernachtungsort Tessin. Tessin, das ist doch der Kanton, der so viele Probleme mit Corona hatte, weil der Nachbarkanton ist zu Italien. Ja, das stimmt, aber ehrlich gesagt, hier oben haben wir null Begegnung gehabt unter 5 Meter. Und was noch hinzukommt ist, man muss das auch ein bisschen positiv sehen. Viele Leute, die schon Corona hatten, das sind nicht mehr so viele, über die es noch haben können. Ja, Paul. Hier oben in 2350 Meter Höhe und in der Einsamkeit fühlten wir uns jedenfalls ziemlich befreit von Corona. Das Wetter war heute recht abwechslungsreich. Mal Nieselregen, dann wieder Sonne, dann wieder Nieselregen und so ging es hin und her. Den Hunden ist es völlig gleich gewesen, Hauptsache es ist nicht zu heiß. Naja, und wir als Hundebesitzer sind da ein bisschen abgehärtet. Wir haben halt entsprechende Jacken und so ein bisschen Regen. Wir sind ja nicht aus Zucker. Auch Jack hat sich langsam an die Wassertemperaturen gewöhnt und stürmt zielstrebig Richtung Damm. Sieht zwar noch nicht so aus wie bei Samson, aber immerhin. Tja, und es ist Tauwetter. Der ständige Regen und die Sonne setzt dem Schnee doch mächtig zu. Aber es gibt hier so viel Schnee, das dauert noch eine Weile, bis da alles weg ist. Auch wenn die Jungs versuchen, das hier auszubrüten. Wir haben knapp 3 Stunden Dummy-Arbeit hinter uns und bewegen uns bei schönstem Sonnenschein zurück zu Camper Arno. Samson hat Wert darauf gelegt, dass er mal wieder meinen Regenschirm tragen darf, den ich dabei hatte, falls ich ein paar Aufnahmen bei Regen mit der Kamera machen möchte, damit diese geschützt ist. Und er hat sich auch durchgesetzt gegen Jack, hat gesagt, nee, den trage ich, du kriegst den nicht. Wieder zurück am idyllischen Platz von Camper Arno. Wir waren nicht mal 5 Kilometer bei 3 Stunden unterwegs. Wie gesagt, bei der Dummy-Arbeit laufen die Hunde, nicht wir. 102 Watt und ich dachte wirklich, ich habe eine 100 Watt Solarzelle. Mal wieder einen Schneeball zum Schmelzen gebracht. Das ging relativ fix, diesmal auf dem warmen Stein. Ja, und dann hatte ich die Idee, ich probiere mal Unterwasseraufnahmen auf mit der Kompaktkamera in einem Gurkenglas. So sieht es auch aus wie durch ein Gurkenglas. Das muss ich wohl irgendwie anders lösen, das Problem. Bisschen vorm Camper gesessen, ein bisschen was gegessen und dann heißt es auch schon wieder gute Nacht. Guten Morgen, es ist Dienstag, der 30.06. und wir sind immer noch ohne Mobilfunknetz hier oben in der Abgeschiedenheit. Wir haben uns heute eine kleine Wanderung zu einem Geocache vorgenommen, aber vorher wird mal wieder ein bisschen Dummy-Arbeit gemacht. Wie das wohl unter Wasser aussieht, wenn der so schwimmt? Na, gucken wir doch einfach mal. Hier schon mal die Übersetzung von Jacks Kommentar. Verdammte Axt, ist das kalt. Richtig.
warm. Ja, richtig klares Wasser. Da kann man von oben schon fast sehen, wie das unter Wasser aussieht. Da hatte ich mit der Unterwasserkamera nur das Pech, er hat so viele Partikel aufgewirbelt, dass man es nicht richtig gut sehen konnte. So, und jetzt kommt ein Experiment. Ich habe hier so eine Möchtegern-GoPro. Die hat 49 Franken gekostet. Hat ein wasserfestes Gehäuse. Ich habe noch so einen Griff dazu geholt, den Samson sehr gerne apportieren möchte. Und ich mache jetzt einfach mal die Kamera an, schmeiße die 20 Meter weit raus ins Wasser und lasse ihn dann von Samson apportieren. Mal gucken, was das wird. Und das Ganze nennen wir dann Videokunst. Na super. Und dann noch fallen lassen und schütteln. Aber künstlerisch gesehen sehr wertvoll. Was ist das? Eine Bergziege? Ich suche mal ran. Das ist voll der Klettergang. Den kenne ich, das ist Jack. Der alte Poser. Kann oben irgendwo stehen. Ja, dann ging es weiter Richtung Cache. Und wir kamen tatsächlich noch an einem weiteren See vorbei. Ich finde, das sieht sehr elegant und ökonomisch aus. Kein Platschen über Wasser, ich sag hier mal, es ist eine Mischung aus Wildschwein und Biber. Auch hier oben hat es noch ein bisschen Schnee, aber wir wollen noch ein bisschen weiter nach oben hinaus. Da ist Samson im Wasser, Uta steht da oben und wo Uta ist, da taucht dann irgendwann auch der Jack auf. Dann geht's mal weiter. Und noch ein Schmelzwassersee, aber zu dem sind wir dann nicht mehr runter. Hier geht's nur noch bergab. In der Markierung in etwa steht Camper Arno. Und dann kam das Highlight, zumindest des Tages, wenn nicht sogar der Woche, und Uta hat's entdeckt. Zwei Steinböcke lagen dort seelenruhig, der hier war am besten zu fotografieren und zu filmen. Ich konnte sogar noch in aller Ruhe das größere Objektiv auf die Kamera schrauben und dann ein paar schöne Fotos schießen. Die faszinierten, neugierigen Beobachter. Aber die Frage ist, wer beobachtet hier eigentlich wen?
und irgendwann war es für uns alle Zeit, gemächlich wieder zu gehen. Wer diesen Kanal nicht das erste Mal sieht, weiß, ich liebe Zeitraffer. Und diesen hier finde ich eigentlich besonders toll, wie sich Sonne und Wolken in der Wasseroberfläche spiegeln. Naja, und das Wasser und die noch recht hohen Temperaturen brachten Uta auf eine ganz andere verrückte Idee. Da Jack dabei war, Utas Rücken zu zerkratzen mit seinen Schwimmbewegungen, habe ich ihn dann an die Leine genommen. Und das fand er nicht so witzig, dass er nicht zu Frauchen darf. So, nun geht's aber ohne größeren Unterbruch wirklich weiter runter zu ein paar Ahnung. Uta war doch ein bisschen frisch geworden, sie hat sich erstmal eine Jacke verlassen. Nach ziemlich genau 7 Stunden und 8 Kilometern bei nicht ganz 350 Höhenmetern waren wir wieder zurück bei Camper Arno. Doch was haben wir heute nicht alles erlebt? Dummyarbeit, Unterwasseraufnahmen, Steinböcke und Uta war sogar noch ein bisschen schwimmen. Bei nicht ganz 2500 Metern Höhe war ein Phänomen zu beobachten. Salattüten, Chipstüten, Joghurtbecher blähten sich hier oben mächtig auf. Im Tal war wieder alles normal. Zu essen gab's heute eine heiße Suppe. Etwas Warmes braucht der Mensch. Ja, und jetzt ist schon wieder soweit. Ich sag mal, gute Nacht. Guten Morgen. So sah die Schneewand vor 4 Tagen aus, als wir hier ankamen. Und heute, am 1.7., ist nicht mehr ganz so viel davon über. Wie es mit der Schneewand weitergeht, können wir nicht kommentieren. Denn wir fahren heute weiter. Und nach wenigen Kilometern hatten wir ein kleines Problem. Musst du raus, oder ich traue mich nicht. Pass auf, da liegt eine. Ja, ich weiß. Wow. Uta, ich bin nicht mal Schritttempo. Ist gut jetzt. Ich fahre hier nichts an. Ich berühre höchstens. Ja, also wirklich in Hektik sind die hier nicht ausgebrochen. Ja, und ich habe auch Hupen probiert. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ich glaube, die Viecher waren taub. Camper Arno hat sich schon fast berührt und die Finger ist mal an sich zu kratzen, statt mal wegzugehen. Also ich glaube, auf einer Autobahn wären die nicht alt geworden. Ist das Ihre Ziege? Nee, so platte Ziegen habe ich nicht. Ja. Das sind aber auch stur, ne? Ja. Hier ist gleich drauf, ey. Ich sehe die schon gar nicht mehr. Ja, die ist wirklich direkt davor jetzt. Wegen dieser hier bin ich dann aus Camper Arno raus, hab sie erfolgreich verscheucht und hab dann gedacht, naja, mach ich das mit den anderen bitte dreien, auch gehen. Die auf der Straße sind auch. Los, die los, eine los. Lief freiwillig weg. Na komm. Diese beiden waren ein bisschen zäh. Ich will ja nichts Böses, aber du musst hier weg. Ich muss hier durch. Hallo. Ja, das magst du nicht, da angefasst werden, ne? Dann komm. Los, hoch. Mit dir! So, da lang. Da. Da. Komm. So schön. Bin ich hier der Ziegenpeter oder was? Oh, du auch noch? Uta im sicheren Camper Arno sah die Szene dann genau so aus. Ja, dann konnte es dann wirklich endlich problemlos weitergehen. Obwohl dieses Schild hier machte mir ein bisschen Sorgen. Nicht Steinschlag, sondern Rindviecher diesmal. Aber ist nichts passiert. Etwas berechenbarer war da diese Bauampel. Fand ich ganz cool mit dem Countdown unten. Vielleicht sollte man das bei den Ziegen auch mal einführen. Dass sie dann wissen, also in 20 Sekunden musst du hier weg sein. Hier sind wir schon auf der heutigen Geocaching-Runde, ziemlich am Anfang. Und Samson hat einen Ball gefunden und wird wieder albern.
Was gibt's denn da schon wieder zu sehen? Uta steht da und macht Fotos. Ja, mal gucken, was da los ist. Aha, ein Haus, mitten im Wald. Nee, Moment, da scheinen ein paar mehr zu sein. Oh, das sieht nach einem ganzen Dorf aus hier. Das ist ja cool. Ein wirklich schnuckeliges kleines Dorf. Hat schon fast so ein bisschen Museumscharakter. Aber hier wohnen tatsächlich überall Leute drin. Also in den Vorgärten hat man öfters welche gesehen und so. Auf den Wegen war nichts los, aber war schon genial. Ja, also diese Satellitenschüssel, die war schon ein kleiner Stilbruch. Obwohl man hat auch ein paar Solarzellen gesehen. Naja, passt schon. Und wie man da vorne an dem neuen Holz sieht, hier gibt es sogar Neubauten. 5% neue Einwohner oder wie? Wahnsinnswachstumsrate hier. Von denen gab es ja auch einige. Von denen zum Glück nicht ganz so viele. Da sind wir schon im zweiten Dorf. Dieses ist jedoch nicht ganz so versteckt und hat auch richtig Zugang mit einer Asphaltstraße. Das war bei dem anderen nicht der Fall. Das hier stand beim Friedhof oder auch umgangssprachlich Knochenpark. Samson hat es nicht so sehr beeindruckt. Das interessiert ihn mehr, auch wenn zum Reinspringen und Abkühlen zu klein war, zum Trinken langt es allemal. Ich muss schon sagen, also nach 4 Nächten oben, oberhalb der Baumgrenze, jetzt hier unten, das war schon ein kleiner, ja nicht Kultur, aber Botanikschock. Also so viel Grün auf einmal, das waren wir ja gar nicht mehr gewohnt. In der Nähe hiervon war ein Lost Place House und das wurde wahrscheinlich als Kühlkammer oder so genutzt. Uta ist dann noch reingegangen. Ja, und was fanden wir da drin? Nicht nur diese netten 1, 2, 3, 4, 8 Beiner, sondern auch ein Geocache. Es war heute sehr spülwarm und so beschlossen wir am Fluss uns noch ein wenig zu erfrischen. Jack war oberhalb von Uta und als sie nach oben guckte, bekam sie ihre ganz besondere Erfrischung von ihm. Wieder zurück bei Camper Arno hatten wir etwas über 13 Kilometer in 5,5 Stunden zurückgelegt. Der Fluss, in dem die Jungs sich erfrischt hatten, war kurz vor Camper Arno und so beschlossen wir, bevor sie so pitschenass in den Camper kommen, werden sie erstmal getrocknet. Ja, dann. Kommt an.
Und dann kamen wir zu diesem merkwürdigen, aber legalen Stellplatz in Avegno. Ich sag mal, gute Nacht. Guten Morgen, es ist der 3.7. und ich zahle 7 Franken für Frischwasser. Ich hoffe, dass für Utas Schwarzwasserspülung dann auch endlich Wasser rauskommt. Ich bekam für 7 Franken 61,6 Liter. Ganz schön teuer. Und Uta bekam immer noch keinen einzigen Tropfen aus dem Schwarzwasseranschluss. Wir haben natürlich trotzdem den Frischwasseranschluss nicht da reingehalten. Jack hat sich das Ganze ganz interessiert aus Camper Arno angeguckt. Dann waren wir noch in angeblich Tessins besten Campingzubehörshop und haben wir noch ein bisschen Chemie für die Toilette geholt. Und hier sind wir auch schon auf dem Parkplatz der heutigen Geocaching-Runde. Attenti al filo. Na, das muss ich heute Abend nochmal googeln, welche Gefahr ich mich hier gerade begebe. Schauen wir mal, ob ich es erkenne oder spüre. Ja, tatsächlich die Geocaching-Runde, aber auch der Wanderweg führen hier vorbei. Ein flüchtiger Blick auf den Lago Maggiore. Und ein etwas intensiverer Blick auf einen Geocache. So, ja super, hier, apport. Einmal, fein gemacht. Ja, und hier ist dann der etwas intensivere Blick auf den Lago Maggiore. Am Ende eines Regenbogens findet man einen Schatz. Am Ende eines Wasserfalls einen anderen Schatz namens Samson. Die dritte und auch gleichzeitig siebte Beschilderung auf der linken Seite, die Cimetta, besuchen wir morgen. Ein Brunnen neben einer Bank und eine schöne Aussicht, ja, da machen wir doch erstmal eine kleine Mittagspause. Und weiter geht's. Was uns hier besonders auffiel, waren die vielen Schmetterlinge. Es war nicht sehr warm, aber recht schwül. Und das Gewittergrollen war irgendwo hinter den Bergen, aber hatte hier nichts gebracht. Ach, 24 Grad, also wirklich heiß war es hier nicht. Wieder bei Camper Arno hatten wir fast 12 Kilometer, etwas über 660 Höhenmeter und etwas über 6 Stunden gebraucht. Diese Nacht haben wir etwa 300 Meter von dem Stellplatz von der letzten Nacht verbracht. In der Nähe von einem Umspannwerk. Deshalb wohl das Brummen im Mikro. Bisschen mit der Leckerli-Box rumgeraschelt und schon kommt er an. Dennoch, es gibt drinnen zu essen, nicht hier draußen. Sehr unentschlossen. Nur geh rein, los. Ja, lauf schon. Na toll. Wo wir hier übernachtet haben, verrate ich nicht. Es lohnt nicht.
Diese Nacht ging es nämlich gut, aber die Nacht darauf haben wir Besuch von der Security bekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Danke fürs Gucken, Fortsetzung folgt.